Es sind im Moment unglaublich beschleunigte Veränderungsprozesse erkennbar. In vielerlei Hinsicht auch zum Guten. Also unsere unkomplizierter werdende Weise, mit Modellen von Arbeit umzugehen. Ja, ganz konkret, dass so etwas wie Homeoffice und eine selbstbestimmte freie Gestaltungsweise des Arbeitsrhythmus endlich möglich wird. Was zum Teil eine größere Vereinbarkeit auch von Familie und Beruf bedeutet. Aber man muss auch mit großer Vorsicht darüber reflektieren, dass nicht von einem bestimmten Teil der Gesellschaft das aufgefangen wird, nämlich auch gerade insbesondere oft von Frauen. Natürlich ist auch zu beobachten, dass wir kompensieren einen Mangel an Möglichkeit des Reisens, einen Mangel auch an der Möglichkeit, uns international direkt persönlich zu begegnen, indem sich sehr beschleunigt hat eine Erleichterung eines internationalen, medialen, digitalen Austausches und der auch ganz tolle neue Formen zum Vorschein gebracht hat. Also zum Beispiel auch eine Form von Enthierarchisierung. Hinter dem Bildschirm sind alle gleich und man fühlt sich auch sehr nah und es ist sehr direkte Kommunikation. Aber es gibt natürlich auch sehr viel Einsamkeit und Isolierung. Und ich glaube, gerade die älteren Menschen und die Kinder sind die besonders Leidtragenden dieser Krise. Von daher wird es darauf ankommen, in Zukunft speziell sich dort zu engagieren. Wir haben als Jahresthema gewählt Einsamkeit und Empathie in den SKD. Für uns wird es wichtig sein, neue Narrationen zu schaffen, die eben auch stark bei den Emotionen der Menschen einsetzen und bei ihren neuen Erfahrungen. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass dieser Reset-Button, der in gewisser Weise nach der Krise gedrückt werden muss, dazu führt, dass all die Veränderungen, die schon lange notwendig waren, jetzt dadurch auch wirklich eingeführt werden können. Aber vor allem wünsche ich mir auch, dass die Sehnsucht, die die Menschen haben, nach intellektuellen Anreizen, nach persönlichen menschlichen Begegnungen, nach den geschützten Räumen von Museen, von Kirchen, sich auch so auswirken wird, dass ihnen vielleicht noch mehr als zuvor die Kostbarkeit dieser Möglichkeit bewusst wird.